Lieber Minister Liaschko, lieber Viktor, liebe Kollegin Schulze, liebe Svenja, meine Damen und Herren, als Arzt ist man gewohnt, Gefühle auszuschalten, wenn einem körperliches Leid begegnet. Als ich zuletzt in der Ukraine gewesen bin und habe dort die Lage gesehen, so etwas fällt einem wirklich schwer. Das fällt einem auch schwer, wenn man die Schwerstverletzten sieht, die wir hier nach Deutschland aufnehmen, um sie zu versorgen. Deutschland versucht alles, was es kann, um der Ukraine in diesem menschenrechtsverachtenden Angriffskrieg von Putin zu helfen in medizinischer Hinsicht. Wir haben hier viele Programme zu laufen, weil dieser Krieg ist auch ein Krieg gegen Zivilisten. Es ist auch ein Krieg gegen Gesundheitseinrichtungen und es ist auch ein Krieg gegen Kinder. Dieser Krieg wird daher mit einer Brutalität geführt, die wirklich nicht anders beschrieben werden kann, als das ist ein menschenverachtender Krieg. Was wir tun, lässt sich wie folgt zusammenfassen. Wir liefern medizinische Hilfsgüter, zum Beispiel Prothesen, aber auch andere Hilfsgüter. Wir unterstützen Ärztinnen und Ärzte in der Ukraine, die wir hier in Deutschland ausbilden. Wir helfen telemedizinisch bei operativen Eingriffen oder in der Versorgung dieser Eingriffe im Nachzug, nehmen Verbrennungsopfer auf. Und wir haben über 1 Million ukrainische Flüchtlinge aufgenommen, die in Deutschland die gleiche Gesundheitsversorgung wie alle anderen Bürger bekommen. Deutschland nimmt mehr Schwerstverletzte aus dem Kriegsgebiet auf als jedes andere europäische Land. Wir haben mittlerweile ungefähr 1000 dieser Menschen behandelt. Es sind oft vielfach Amputierte mit Verbrennungswunden und mit schweren Infektionen, also sehr schwierig zu behandelnde Fälle. Das geschieht in einem Verbund von Spezialkliniken und wir verteilen diese Patienten quasi in ganz Deutschland, sodass also die Versorgung bestmöglich stattfinden kann und bringen diese Verwundeten oder Schwerstverwundeten auch wieder in die Ukraine zurück, wenn das möglich ist. Wir machen also alles, was wir können. Ich habe selbst an Telekonsultationen hier in der Charité teilgenommen und weiß, mit welcher großen Qualität und mit welchem Engagement die Ärztinnen und Ärzte in der Ukraine arbeiten. Das ist sehr beachtlich, das ist eine unfassbare Leistung. Und das im Rahmen einer Versorgung, die schwierig ist, weil der größte Teil der Gesundheitseinrichtungen in der Ukraine ist schon Ziel von Angriffen gewesen. Wir haben hier also jetzt eine Konferenz und im Schwerpunkt dieser Konferenz steht ein Thema, was während eines Krieges immer zu kurz kommt, was aber an Bedeutung gar nicht überschätzt werden kann. Und zwar, es geht um die seelische Gesundheit und insbesondere auch die seelische Gesundheit von Kindern. Der Krieg geht jetzt seit 2 Jahren und viele Kinder kennen keine normale Kindheit mehr, erinnern sich kaum mehr an ihre normale Kindheit. Auch Erwachsene sind betroffen, aber für Kinder ist das ganz furchtbar. Und das ist etwas, was wir auch in Deutschland ernst nehmen müssen, wo wir verpflichtet sind, denn auch unsere Kriegsgeneration, die Kinder, die also 10 Jahre alt gewesen sind im Zweiten Weltkrieg, die haben ein ganzes Leben lang darunter seelisch gelitten. Das haben viele in ihren Familien erlebt. Das habe ich auch selbst zum Beispiel bei meinem Vater erlebt. Daher weiß ich, was also solche Traumatisierung bedeutet für Kinder und finde es großartig, dass die First Lady aus der Ukraine, Frau Zelenska, sich dieses Themas besonders angenommen hat und sich für die seelische Gesundheit, insbesondere auch von Kindern, einsetzt. Wir machen, was wir können. Weshalb machen wir das und weshalb machen wir auch nachher diese Unterzeichnung? Weshalb unterzeichnen wir dieses gemeinsame Abkommen? Das sind Schritte der Ukraine in die EU. Also ein gutes Gesundheitssystem ist eine der Voraussetzungen für den Beitritt in die EU. Und es darf auf keinen Fall sein, dass der mörderische Krieg die Ukraine hier behindert im Erfüllen dieser Auflage. Daher werden wir das ukrainische Gesundheitssystem unterstützen, mit aufbauen. Das ist der Gegenstand auch unseres Treffens und das ist auch der Gegenstand der gemeinsamen Erklärung, die Dr. Liaschko, Viktor und ich nachher unterzeichnen werden.
Ich grüße alle. Zum einen möchte ich jedem Bürger Deutschlands danken. Ich danke für die Unterstützung, die uns tagtäglich leisten. Andererseits danke ich meinem Kollegen, meinem Freund, dem Gesundheitsminister Karl. Seit dem ersten Tag des großflächigen Angriffskrieges der Russischen Föderation in die Ukraine, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, ist er mit mir in Verbindung. Er löst alle Probleme, die wir haben, und beantwortet alle meine Anfragen. Das ist der Minister, mit dem ich die meisten bilateralen Gespräche in diesen 2 Jahren geführt habe. Dafür danke ich ganz herzlich. Ich danke jedem Mediziner, jedem Arzt, jedem, der hier in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen arbeitet. Sie leisten Unmögliches. Sie retten Leben und Gesundheit der Menschen, die in Deutschland leben. Und das ist die wichtigste Aufgabe eines Arztes. Sie haben uns nicht den Rücken gewendet. Sie leisten medizinische Unterstützung und Hilfe jedem Ukrainer, der das Land verlassen hat, weil Putins Russland uns angegriffen hat. Ich danke jedem Mediziner, der über 1000 verwundete Kämpfer aus der Ukraine hier versucht zu retten. Im Rahmen des Programms VDVAC, das Programm hilft dem ukrainischen Gesundheitssystem, die Menschen von den Gräueltaten des Krieges zu retten. Mit diesem System schicken wir die schwersten Fälle nach Deutschland. Im Rahmen dieses Programms, die deutschen Ärzte meistern Unmögliche. Die deutschen Ärzte behandeln die meisten Patienten in diesem Programm, über 1050 Patienten. Ich wende mich mit einer Bitte an Sie. Bleiben Sie nicht stehen. Machen Sie weiter. Machen Sie weiter, solange Putins Regime nicht fällt. Glauben Sie mir, zu heutigen Tage ist der Krieg in der Ukraine nicht zu Ende. Tagtäglich verzeichnen wir Menschenopfer. Tagtäglich leiden gesundheitliche Einrichtungen. Als ich nach Deutschland gefahren bin, wurde durch einen russischen Beschuss im Gebiet Kharkiv noch ein Krankenhaus getroffen. Mehr als 1600 Objekte der medizinischen Einrichtungen sind vernichtet oder haben einen Schaden. 140 werden wir nicht mehr aufbauen können. Die sind komplett weg. Und ich spreche nur über die Objekte, die für uns zugänglich sind. Es gibt ja auch in den besetzten Gebieten medizinische Einrichtungen. Die Russen, die bemühen sich dann, Besatzungsregime einzuführen, und solche medizinischen Einrichtungen sind für uns unerreichbar. Wir können ja medizinische Hilfe nicht leisten. Wir können ja nicht wissen, wie da die Hilfe geleistet wird. Putins Regime lässt weder internationale Organisationen noch ukrainische Regierung da rein. Ich rufe Sie auf, nicht aufzuhalten. Ich danke dem Gesundheitsministerium Deutschlands dafür, dass wir heute die Absichtserklärung unterzeichnen. In dieser Absichtserklärung stehen alle Punkte unserer Zusammenarbeit. Das heißt, nicht nur Herausforderungen meistern, die während dieses Krieges auf die Tagesordnung kommen. Es gibt ja verschiedene andere Richtungen, die es uns erlauben, in vielen Fragen weiterzuarbeiten, wo wir schnellstmöglich in die europäische Familie kommen können, damit wir gleichwertig in der europäischen Familie aufgenommen werden. Ich danke Deutschland für die Wiederaufbaukonferenz im Juni. Wir haben heute dazu aufgerufen, in dem Panel, in der Konferenz, in dem Panel der mentalen Gesundheit und der Rehabilitation, das im Juni nochmal anzusprechen. Es geht um Menschenkapital. Wiederaufbau heißt auch Entwicklung der menschlichen Ressourcen. Probleme, die wir heute im gesundheitlichen Bereich haben, nicht nur in der Ukraine, diese Probleme sind so, dass wir sogar
Fachkräftemangel verspüren. Es gibt ja dazu noch Viren und Bakterien. Sie haben ja keine Grenze. Und unsere globalen Netze des Gesundheitsschutzes müssen genauso wie Viren und Bakterien grenzübergreifend sein. Ich kann sicher sagen, kein System des Gesundheitsschutzes, kein Krankenhaus einzeln wird den Krieg meistern. Ich möchte nicht, dass in irgendeinem Land der Welt Krieg herrscht. Ich wünsche mir überhaupt nicht, ich wünsche es keinem Minister, Minister des Gesundheitsschutzes während des Krieges zu sein. Das ist unglaublich schwer. Man kann es nur meistern und schaffen, wenn die Kollegen dir Schulterschluss bieten. Wenn du nach Hilfe rufst und Hilfe bekommst, wenn es immer geholfen wird. Herzlichen Dank allen dafür, dass Sie uns unterstützen und der Ukraine zur Seite stehen. Ja, herzlichen Dank, liebe Ministerkollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Wir blicken ja noch zurück auf einen sehr guten Tag für die Ukraine und ihre finanzielle Überlebensfähigkeit, weil das war eine wichtige Entscheidung der Staats- und Regierungschefs gestern. Damit untermauern wir Europäerinnen und Europäer, dass wir weiter eng an der Seite der Ukraine stehen, so wie die Ukraine sich das auch wünscht. Und unsere Unterstützung der Ukraine ist verlässlich, sie ist nachhaltig und sie ist reformorientiert. Und es geht übrigens auch nicht zu Lasten unserer Partnerländer in der Welt. Sie haben es gehört, ich will es aber noch mal deutlich unterstreichen. Die Ukraine braucht mehr als nur Waffen, um sich zu verteidigen. Ihre Widerstandskraft hängt auch von der körperlichen, von der seelischen Gesundheit der Ukrainerinnen und Ukrainer ab. Und seit 2 Jahren leben die Menschen mit der Angst vor Raketen- und Drohnenangriffen und der Angst um ihre Familie, der Angst um die Freunde an der Front. Und das alles hinterlässt Spuren, und zwar physisch und psychisch. Und als Entwicklungsministerin setze ich mich dafür ein, dass wir die Ukraine mit zivilen Mitteln unterstützen. Und dazu zählt natürlich auch ganz zentral das Thema Gesundheit. Wir haben hier heute aus Anlass dieser Konferenz eine erste Zwischenbilanz gezogen. Und mit der Unterstützung meines Ministeriums wurden seit Kriegsbeginn rund 3 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer medizinisch unterstützt, darunter auch Veteranen und Kriegsverletzte, aber auch viele Kinder und Frauen und Menschen, die innerhalb der Ukraine geflohen sind. In Lviv bauen wir zum Beispiel eine Prothesenwerkstatt auf. Wir haben Krankenhäuser unterstützt und lebensrettende Investitionen in die Gesundheitsversorgung in der Ostukraine ermöglicht. Über das BMZ-Programm der Klinikpartnerschaften ist inzwischen ein Netzwerk aus 30 deutschen und 50 ukrainischen Krankenhäusern und medizinischen Nichtregierungsorganisationen entstanden. Und das Netzwerk unterstützt bei akuten medizinischen Bedarfen in der Ukraine, aber auch eben bei langfristigen Fortbildungen und bei Kooperationen. Und ich bin sehr froh, dass wir alle in der Regierung so eng zusammenarbeiten, um eben die Ukraine da zu unterstützen. Und ich habe mich mehrfach bei Besuchen vor Ort überzeugen können, die Hilfe kommt wirklich an. Sie wird aber auch dringend gebraucht, um eben die alltäglichen Bedrohungen zu verkraften, damit umzugehen, sein Zuhause verlassen zu müssen, die Angst um das eigene Leben und das der Familie und Freunde, das steckt niemand mal ebenso einfach weg. Und deswegen ist die Initiative der First Lady der Ukraine, Frau Zelenska, so wichtig. Und deswegen unterstützen wir sie auch bei der Traumabewältigung und psychologischen Betreuung für die Ukrainerinnen und Ukrainer. Und für mich ist dieser Tag ein weiterer Tag der Hoffnung für die Ukraine. Denn wir reden nicht nur über das akute Leid, wir denken eben bereits auch an die bessere Zukunft, und zwar an einen Wiederaufbau, der die Ukraine eben Schritt für Schritt in die Europäische Union führt. Und diese Konferenz heute ist der Auftakt für ein Jahr, das im Zeichen dieser Wiederaufbauperspektive steht. Im Juni lädt ja die Bundesregierung, das Auswärtige Amt und das Entwicklungsministerium gemeinsam mit der ukrainischen Regierung zu einer Wiederaufbaukonferenz hier in Berlin ein. Wir wissen, je besser die Ukraine und die Weltgemeinschaft vorbereitet sind, je besser wir geplant haben, desto besser, schneller und effizienter und europäischer vor allen Dingen gelingt dann auch der Wiederaufbau. Herzlichen Dank.